Ja, hallo Leute, da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt mich auf 1500 Mesetas hochgesammelt, weil mir ist eingefallen, wie ich am letzten Video sagte zum Schluss, ich brauche 400, ja. Mir ist auch gleich eingefallen, dass ich kurz danach schon wieder 1000 brauche, um Kuchen kaufen zu gehen. Ja, Kuchen. Kuchen ist in dem Spiel teurer als Waffen. Zumindest als leichte Waffen. So, in den Wald hier könnten wir nicht reingehen ohne den Kompass. Drei Werwölfe. Naja, da ich inzwischen schon schön gesammelt habe, wie sie ganz neu kann ich mit drei Werwölfen anlegen. Macht das aber trotzdem auf Fast Forward, weil es mir einfach zu langweilig, mir den Kampf komplett anzugucken. Ihr seht, das arbeitet sich auch mit Fast Forward schon dann schon langsam durch. So, heilen, ja. Und weiter. Aha. Knabbert noch ordentlich an den Viechern. Aber 33 Erfahrungspunkte und 189 Mesetas will man sich ja auch ordentlich verdienen, ne? So, warum die 400? Wegen dem Laden. In dem Laden bekommen wir die Needlegun. Mehr wollen wir nicht. Was ist an der Needlegun so besonders? Die Needlegun ist für Odin. In jedem Fantasy Star hast du so einen Typen, der Kanonen tragen kann. Aber besonders ist hier, dass Odin kann sich zwischen Äxten und Kanonen entscheiden. Die Kanonen jedoch, die ziehen immer jeden Gegner ab. Also die Needlegun zum Beispiel, die zieht 5 ab. Dann kommt später noch eine andere, die zieht jeden Gegner 10 ab und zum ganz zum Schluss die Lasergun, die zieht jeden Gegner 20 Punkte ab. Mal aus meiner Sicht die effektivste Waffe. So, hier wollen wir rein. Are you looking for a Dungeon Key? Ja, genau den suchen wir. Und er sagt, er hat in Kamine versteckt. So, konnten wir anfangs nicht finden, aber jetzt ist die Truhe dann auf dem Screen. So, also wandern wir zurück nach Kamine. Genau zu sein, das erste Cave, in dem wir waren. Wer die anderen Fantasy Star-Teile gespielt hat, der weiß, dass Fantasy Star 1 der einzige Teil ist, wo in den Caves in diese ISO-Perspektive gewechselt wird. Irgendwo schade, aber die anderen Stile haben auch was für sich. Also 2 bis 4, es bleibt die Draufsicht. Ja, meinst du Dungeon Key? Da bleibt die Draufsicht so, wie wenn du draußen rumläufst. Die rundenbasierenden Kämpfe jedoch, die sind bei allen Fantasy Star-Teilen gleich. Das bleibt immer da. So, jetzt haben wir den Dungeon Key. Damit können wir jetzt in die meisten Dungeons reingehen. So, wir brauchen aber noch ein Licht, um darin zu sehen. Flash. Und wir wollen noch einen Transer. Dann investieren wir noch ein bisschen was in Burger. Burger und Cola sind Heilmittel. So, die First Aid Kits in dem Fall. Schön eindecken. So, das reicht. Und dann bekommt der Werte Odin noch ein Schild. Habe ich irgendwie ein bisschen vergessen. Das hätte ich eigentlich schon vorher machen können. Ihr seht hier sowas wie CAC-Schild, 1400. Also für die Leute, die total fleißig sind, wie ich das früher gemacht hätte. Früher hätte ich mich jetzt total hoch gesammelt, bis ich jetzt zusammen habe, das zu machen. Mache ich jetzt nicht, mache ich, obwohl ich natürlich jetzt viel schneller rankommen würde. Odin. Durch die Fast-Forward-Taste könnte man natürlich die ganze Sache ganz schön beschleunigen, aber ich möchte noch nicht großartig anfangen zu sammeln, bevor ich nicht den vierten Charakter habe, damit der Müll schon hochgesammelt wird. Außerdem mit 4 Leute schlagen mehr zu als 3 Leute. Jetzt auch denn noch ein Stück schneller. So, weg mit dem Vieh.
Ja, wie gesagt, lässt sich drüber streiten. Fast-Forward-Taste nutzen, nicht nutzen. Manche sehen mit so wie, fehlt ja ein bisschen was vom Spiel, aber ich zeige euch jetzt hier nochmal so einen öden Kampf. Wenn man die einfach rausklinken will, das mal hier. Seht ihr die Pistole, die Needle Gun, die immer 5 abzieht. Blöden Viecher, die mir auch was abziehen. Und Angriff. Und wieder Kanone. Tot, tot, tot. Wunderschön eigentlich. Ja, ich werde ab und zu wirklich die Kampfszenen mal anlassen. Dann werde ich sie mal wieder schnell überspringen. Und hier braucht man keine Fast-Forward-Taste. Da ist der Kampf selber schon Fast-Forward. Ja. Also ihr seht, nicht als Schummeln die Fast-Forward-Taste zu nutzen, ist nur ein zeitliches Abkürzen. Weil es ja nur ein Frameskip ist, muss ja trotzdem den Kampf quasi fair gewinnen. Guck's mir bloß nicht an. Ja, Save-State. Bei so einem Spiel natürlich absolut keine Schummelei. Weil, wo ich sowieso speichern kann permanent, da kann ich auch nicht betrügen mit Speichern. Toll, wundervolle Glück, dass ich das Spiel damals so oft gespielt habe, dass ich glaube ich noch jeden Dungeon und ich am wenigsten gedankt gehen muss. Oh, nach dem Level. Ja, die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, denen wird vielleicht mal auffallen. Hier brauchen wir den Schlüssel. Dann wird vielleicht auffallen, dass das Spiel ihn irgendwie gar nicht an der Hand nimmt. Dort hatten die alten Rollenspiele irgendwie so. Man wusste nie so richtig, worum geht's jetzt? Warum muss ich hier? Wieso? Weshalb? Warum? War hier noch? Ja, Glück. Ja, wieso? Weshalb? Warum? Sagt denn das Spiel eigentlich auch nicht? Vielleicht wenn man so im Quatsch. Oh ja, ein bisschen schneller, nervt schon wieder. Das Level. Ja, ich weiß warum. Hier drin ist ein Kuchenshop. Ja. Würde ich auch, wenn ich einen Shop habe, dahin, wo natürlich nie ein Kunde hin kann. Weil wer wird schon hier drin kaufen, wenn er einen Kuchen haben will? Mein Bäcker ist auch nicht irgendwo in einem Verlies am Arsch der Welt, verteidigt von Vampiren und sonst was. Ob die Geschäft machen? Fragezeichen. Ach nee, ein Vierer nicht. Das mache ich nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen. Ich glaube, hier muss es gelingen. Bin auch zu faul bei meinen Eltern mit Lösungsproblemen. Haben das nämlich noch? Ja, ist auch neu, dass das regelmäßig hängt. Bam, 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 bam. Ja, ich hab von diesem Spiel tatsächlich noch das unverfälschte Original hier zu liegen. Muss man ja haben. Das darf einen einfach nicht fehlen in der Sammlung. I'm sorry, I have a shop in such a place. Ja, genau. Wie ich schon sagte, für Content-Verkaufter gucken wir 1000. Naja, wenn so selten welche kommen, dann muss ja auch von was geben, ne? Jipp, jipp, jipp und wieder raus hier. Ja, wie gesagt, ich habe noch dieses schöne Original in dieser schönen Master-System-Hülle hier rumzuliegen. Kommt doch nicht weg, bleibt meins. Werden ja bei eBay inzwischen auch mit einem ordentlichen Wert gehandelt. Ja, Sammlerstücke. Ich habe auch bin allerdings zu faul, das Master-System mit Originale wieder auszupacken und dann vielleicht kennt er das noch mit terroristischen Signalsuchen, um überhaupt spielen zu können. Na, da bin ich mir so ein Freund, da mache ich Emulator an.
Quicksave-Funktion, Fast Forward, alles so was man früher schon gebraucht hätte und nie hatte. Naja, aber bei Phantasy Star 1 ist das wunderschöne. Ich habe schon. Bestimmt. Also, ich, das ist nur das vierte ROM, was ich jetzt habe von dem Spiel. Und die drei ROMs davor sind immer abgeschmiert an dem Punkt, wo man den vierten Charakter findet. Ja, ganz toller Punkt. Man konnte immer bis dahin spielen, keine Probleme. Und in dem Moment, wo man den vierten Charakter eingesammelt hat, hat das ROM aufgegeben. Na, keine Angst. Das, was ich jetzt habe hier, dieses US-ROM, das hat dieses Problem nicht. Das habe ich vorher natürlich geprüft. Also ich habe schon mal so weit reingeschaut gehabt. Sagt, wenn er mit dem Fast Forward, dass ich die Kämpfe überspringe, wenn er das nicht so schön findet, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Aber ich denke mal, das würde auch einfach viel zu lang werden, dieses Let's Play. Wenn ich jeden Kampf hier zeigen würde und noch viel schlimmer, wenn ich ja, auch das Sammeln zeigen würde. So, Transa, damit geht's jetzt ab nach Hause. So, ab zur letzten Kirche. Wieder heilen. Wieder ein Flash kaufen. Wieder ein Transal kaufen. Kuchen durften wir haben. Also sonst habe ich jetzt was falsch gemacht. Gucken wir mal. Ja, Cake, da ist er. Wie gesagt, wieder ein Flash, wieder ein Transal. Und dann können wir mit dem Kuchen auch gleich weiter. Boah, ein Flash. Hey, hier. Das Cake. Man Escaper mit. Irgendwie haben diese Escapers bei mir nie funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Aber die haben immer irgendwie Fehler gehabt. Weil Escaper müsste eigentlich wie in den anderen Fantasy-Dateien die Escape-Pipes sein und einen eigentlich aus dem Dungeon raustransportieren. Aber irgendwie scheint es hier bei denen nicht so. Bei meinen letzten Versuchen hat es irgendwie nicht so geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Ab nach Mutter wieder. Ja, Phantasy Star 1 ist übrigens der einzige Teil, der für das Masters Thema erschienen ist. 2, 3 und 4 sind für das Sega Mega Drive erschienen. Dann gab es noch so ein paar Spin-Off-Dinger, die Guiden und so für Game Gear, aber die waren irgendwie nicht so. Naja, könnt ihr euch mal bei YouTube irgendwo angucken. Phantasy Star Gaiden und Phantasy Star Adventure. Gaiden kam noch ein bisschen an Phantasy Star ran. Phantasy Star Adventure war dann irgendwie, ja, wie gesagt, Spin-off halt. So, jetzt sind wir auf Motavia, haben unseren Kuchen und wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen.